Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal, in dem wir zusammen heute mit euch über dieses Auto hier reden werden. Der VW Tiguan der dritten Generation. Wir haben das Auto tatsächlich schon ausführlich angeguckt, von außen und von innen in der Markteinführung. Da könnt ihr euch gerne das Video anschauen, das verlinken wir euch mal da oben. Heute reden wir darüber, ob der Basismotor im VW Tiguan, der 1,5 Liter mit 150 PS, ausreichend ist. Wir werden eine Runde fahren, wir werden mal schauen, wie das Auto so in der Beschleunigung ist, wir werden den Verbrauch testen. In diesem Fahrzeug ist tatsächlich auch das neue Dämpfersystem DCC Pro verbaut. Also ihr seht, da gibt es technische Neuerungen, die müssen wir auf jeden Fall klären und testen. Los geht's! Die vier Buchstaben ETSI. Das ist das Motto des heutigen Videos. ETSI, das mag euch als vielleicht Fahrer eines älteren Tiguans noch nicht begegnet sein. Wir haben einen herkömmlichen Verbrenner, der aber eben über ein Hybridsystem, das per Rekuperation geladen wird und auch nicht rein elektrisch fahren kann, am Getriebe angeflanscht ist und darüber eben unterstützen kann. Also so, dass das Ganze dann auf eine Systemleistung von 150 PS kommt, aber eben eine Charakteristik hat, die nicht einem ausschließlichen Verbrennermotor entspricht. Also, dass man eben das Turboloch decken kann und gleichzeitig aber auch einen geringeren Verbrauch hat. Natürlich ist auch das Thema Rekuperation, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, definitiv ein wichtiger Faktor, denn bremsen wir bei einem 1,5 Liter TSI-Motor, dann geht die Reibungskraft an der Bremse einfach nur in Wärme über und geht dann einfach in die Luft. Hingegen wir bei diesem Motor dann die Rekuperation nutzen können, bedeutet, die Kraft geht in einen kleinen Akku, der meist unter dem Beifahrersitz des Fahrzeugs untergebracht ist. Und diese Energie kann ich dann gleich nutzen, wie auch bei einem Plug-in-Hybriden, um eben an der nächsten Ampel oder beim nächsten Überholmanöver dann das Ganze in den Motor einzuspeisen und als Beschleunigung wieder zu nutzen. Ich habe ja schon erwähnt, wir haben einen Mildhybridmotor, einen 1,5 Liter Motor und der hat hier in dieser Ausbaustufe 150 PS. Es gibt den tatsächlich noch als 130 PS Variante, beim Airline aber nicht, da ist nur der größere mit 150 PS verfügbar. In dieser Version hier haben wir ein Drehmoment von 250 Newtonmeter. Das ist natürlich nicht die Welt, denn wer mal den Vergleich betrachtet, ein 150 PS 2 Liter Dieselmotor, der hier auch im Tiguan verfügbar ist und der, glaube ich, auch ein sehr beliebter Motor ist, der hat ein Drehmoment von 360 Newtonmeter und das ist ja so rund einfach mal ein Drittel mehr. Also Drehmoment, Kraft ist also jetzt erstmal nicht im Überfluss vorhanden. Wie wichtig das ist, werden wir gleich im Fahreindruck dann noch herausfinden und in der Beschleunigung. Aber dieser Motor, der hier drin ist, ist eigentlich ein sehr guter Motor. Ich erkläre euch auch warum. Der 1,5 Liter Motor, den gibt es schon ein bisschen länger im Volkswagen-Konzern, ist ein Motor, der überall auf der Welt in verschiedenen Mittelklasse- und oberen Mittelklasse-Fahrzeugen verbaut wird. Auch in Kleinwagen, zum Beispiel im Polo, kann man den als größten Motor bekommen mit 150 PS. Der wurde aber 2022 deutlich angepasst. Es gibt nämlich seitdem den 1,5 Liter TSI Evo 2. Evo 2 steht für Evolutionsstufe 2, ist also die zweite Generation dieses Motors. Und was VW da verändert hat, ist im Grunde genommen hier und da Kleinigkeiten, die dann aber zusammen einfach einen wirklichen Unterschied machen. Um euch mal ein Beispiel zu nennen, ist es ein bestimmtes Brennverfahren, was da verwendet wird, wodurch man einfach Kraftstoff spart. Oder wir haben eine Zylinderabschaltung, ACT nennt sich die bei Volkswagen, die wir jetzt hier in der Ausbaustufe ACT Plus haben, bedeutet, wir haben eine noch häufiger nutzbare Zylinderabschaltung, wo dann eben nur zwei der vier Zylinder verwendet werden, wo man dann natürlich einfach dementsprechend Kraftstoff spart. In dem Moment, wo ich dann aber beschleunige oder eben mehr Motorleistung brauche, merkt das das Fahrzeug. Ohne dass wir das bemerken, haben wir wieder die volle Motorleistung bzw. alle vier Zylinder zur Verfügung. Als dritte Veränderung hat VW hier beim 1,5er Motor in der Evo 2 Ausbaustufe noch die sogenannte VTG-Steuerung dazu gebracht. Das bedeutet, wir haben eine variable Turbogeometrie, bedeutet, der Turbolader kann kleiner oder größer sein, so dass wir durch verschiedene Größen des Turboladergehäuses und dementsprechend auch dem Innenleben im unteren oder eben im oberen Drehzahlbereich mehr Leistung durch den Turbo generieren können. Da VW aber natürlich den Motor jetzt schon einmal entwickelt hatte, waren sie zum Glück schlau und haben gleich den Antriebsstrang als Basis für das Plug-in-Hybrid-Modell gebracht. Wir haben den 1,4 Liter Motor Turbobenziner bisher beim Plug-in-Hybrid als Basismotor gehabt. Nun ist es endlich dieser 1,5 Liter Motor mit allen Vorzügen und eben allen Innovationen, die jetzt auch in diesem Motor, der hier alleine als Antriebsstrang verbaut ist, zu finden ist. Wir gehen jetzt tatsächlich noch mal kurz nach hinten ans Fahrzeug, denn
Eine Sache, die wollte ich euch noch erzählen, die mir aufgefallen ist. Ich habe nämlich mal geguckt bei so einem Auto wie dem Tiguan, der jetzt ja schon ein bisschen größer ist und der auch viel auf der Autobahn mal bewegt wird und dadurch ja auch durch die Höhe einen gewissen Luftwiderstand hat. Der hat natürlich auch mal einen höheren Verbrauch bei höheren Geschwindigkeiten. Und wenn man so ein Reiseauto hat und der verbraucht dann schon mal 8 Liter, wenn man wirklich schnell fährt, dann kann es ja mal sein, dass man dann eben auch mal längere Strecken nachts zum Beispiel fahren will. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie viel Tankvolumen haben wir denn? Und es sind tatsächlich beim Tiguan 55 Liter. Und ich hatte aber vorher gelesen, dass der VW Passat 66 Liter hat. Also 11 Liter mehr, obwohl er ja das flachere Auto ist. Also VW, falls ihr das Video zufälligerweise guckt, ich glaube, da würden sich einige Kunden sogar noch über mehr Tankvolumen freuen als nur die 55 Liter. Jetzt aber erstmal genug der Daten und der Fakten. Wir setzen uns jetzt ins Auto rein und fahren mal eine Runde. Wir haben uns mal auf den Weg gemacht und fahren jetzt erstmal ein bisschen Überlandstrecke. Ich werde mich gleich auch noch ins Stadtgebiet begeben und wir werden noch mal eine Abfahrt auf der Autobahn fahren, einfach mal um zu schauen, wie da so die Leistungsentfaltung ist und wie viel Leistungsreserven man in verschiedenen Situationen einfach noch hat. Ich habe so ein bisschen Vorbehalte, weil natürlich so ein 2 Liter Diesel, habe ich ja schon vorhin gesagt, als wir über den Motor geredet haben, einfach eine sehr, sehr gute Wahl ist. Wer schon mal einen 2 Liter Diesel gefahren ist, weiß einfach, diese 360 Newtonmeter, die da bei VW eigentlich von Audi über Seat, über Skoda, über die verschiedenen Marken zur Verfügung stehen und diese Charakteristik, die der Motor hat, eben sehr große Sparsamkeit gegenüber immer noch passabler Leistung, die man da hat. Das ist einfach ein sehr guter Mix. Man muss aber einfach sagen, dass so ein Motor natürlich auch Geld kostet, nicht nur in der Entwicklung und in der Herstellung, sondern dementsprechend dann auch im Anschaffungspreis des Fahrzeuges. Hier sind das zum Beispiel mehrere tausend Euro, die da dazwischen liegen. Ich kann euch ja noch mal ein paar technische Daten um die Ohren werfen. Wir haben hier 150 PS, 250 Newtonmeter Drehmoment und können damit, lasst mich lügen, 210, 215 km/h Topspeed fahren, V-Max. Ansonsten in 9 Sekunden geht es auf 100. Ich habe tatsächlich schon vorhin gesehen, dass dieses Auto ein Launch-Control-Programm hat. Warum auch immer das bei so einem Motor verbaut wird, beziehungsweise einer Nicht-Sport-Variante eines VWs, aber auch das werden wir mal ausprobieren, denn wir wollen ja wissen, 0 auf 100, wie lange dauert das, wie fühlt sich das so an? Genau. Ansonsten ist noch wichtig zu erwähnen, dass das Auto hier in dieser Konfiguration um die 1650 Kilogramm Leergewicht hat. Dazu kommen natürlich ich und mein Kameramann, also addiert nochmal 160, 170 Kilo, dass man so eine ungefähre Vorstellung hat, mit wie viel Gewicht man hier unterwegs ist und dementsprechend wie viel der 1,5er Motor auch bewegen muss. VW gibt für den Motor einen Verbrauch nach WLTP-Messzyklus von 6,4 Litern kombiniert an. Bedeutet also, dieser WLTP-Zyklus, der ist mittlerweile schon ziemlich realitätsnah. 6,4 Liter, die sollen bis 8,2 Liter, glaube ich, hochgehen im Stadtgebiet. Auf der Autobahn geht das Ganze dann ein bisschen runter und auf der Landstraße natürlich dementsprechend genauso. Aber 6,4 Liter ist der Wert, den wir eigentlich letzten Endes treffen sollten, denn das ist ja nun mal eben die Werksangabe. So, wir haben eine Landstraße gefunden, denn ich wollte ja noch über das Thema Fahrwerk reden, die wirklich die schlechteste und schlimmste Landstraße von den Gegebenheiten ist, die ich bisher so gesehen habe. Und ich habe das Fahrwerk, das DCC Pro, was hier drin ist, auf die Stufe mehr als Komfort gestellt. Also so komfortabel, wie es nur gibt. Das lässt sich hier in ganz, ganz vielen verschiedenen Stufen lässt sich das hier verstellen. Wir sind jetzt beim komfortabelsten und ich will das einfach mal vergleichen. Das ist eine wirkliche Innovation, sagt Volkswagen, denn damit hat man die Möglichkeit, viel, viel Unruhe aus dem Fahrzeug rauszunehmen, wenn man zum Beispiel auch bei höheren Geschwindigkeiten jetzt in eine Unebenheit oder eben in ein Schlagloch reinfährt. Wir haben uns mal ein ganz leeres Stück Landstraße gesucht. Niemand ist hier weit und breit zu sehen. Und wir werden jetzt einmal die Beschleunigung des Autos ausprobieren. Aus dem Stand. Dafür wechsle ich hier einmal über diesen Fahrschalter, den wir hier unten haben, in den Sportmodus. Und werde hier in den Fahrzeugeinstellungen einmal das ESP deaktivieren auf ASR aus. Und alles, was ich jetzt tun müsste, ist einen Fuß auf die Bremse zu machen, stark, und den anderen Fuß voll aufs Gas. Und dann wird hier links angezeigt, Launch- und Kontrollprogramm aktiv. Und jetzt schauen wir doch mal. Ja, also, ihr habt gesehen und gehört, so ein Motor hat natürlich wirklich Mühe, diese 1,6 bzw. knapp 1,8 Tonnen mit
Justin und mir drin zu bewegen. Gerade von der Stelle, diese Trigger zu überwinden, das gelingt ihm, ich sag mal, okay. Aber es ist in Ordnung. Ich glaube, 9 Sekunden werden das wohl ungefähr gewesen sein. Bei Frontantrieb hatten wir auch keine durchdrehenden Reifen. 250 Newtonmeter sind eben nicht die Welt. Aber wir werden ja gleich das tun, wo der Motor eigentlich gut drin sein soll, nämlich Sprit sparen. Damit ihr jetzt beim Dämpfer mal den wirklichen Vergleich habt, ihr werdet jetzt gleich merken, wenn ich wieder auf das Stück Kopfsteinpflaster hier fahre, dass das ordentlich verwackelt ist, das Bild. Weil der Justin hat jetzt gerade mal die Kamera komplett auf seinem Schoß abgestellt, so dass alle Bewegungen, die das Fahrzeug eben abbekommt oder wir hier drin das Fahrzeug weitergibt an uns, direkt an die Kamera weitergegeben werden. Denn jetzt fahren wir gerade in der Einstellung so hart, wie es geht. Jetzt werde ich diesen Schieberegler mal, während der Justin mich filmt, werde ich jetzt mal umstellen auf weich. Und dann können wir mal gucken, im besten Falle verändert sich dann das Kamerabild. Jetzt ist die Frage, wie viel die Kamera rausfiltert, aber ich merke das, ich glaube, Justin würde mir da auch nicht widersprechen, dass der Unterschied wirklich, wirklich groß ist. Ich mache es nochmal auf hart. Ja, also der Unterschied, das ist schon krass. Der Unterschied ist wirklich, wirklich deutlich zu spüren. Und ich glaube, die Geräuschkulisse verändert sich auch. Ich hoffe, das kommt drüber über die Kamera. Mich begeistert sowas auf jeden Fall immer sehr, wenn man als Nutzer, als Fahrer des Fahrzeugs mit einem Tastendruck oder einem Slider Eigenschaften von einem Fahrzeug komplett verändern kann. Wir sind mittlerweile mal ins Innenstadtgebiet gefahren und ich möchte euch mal anhand des Drehzahlmessers ein bisschen versuchen zu erklären, wie der 1,5er Motor in einer, sag ich mal, Stop-and-Go-Verkehr und eben die Situation aufrücken zum nächsten Vordermann an der Ampel und so weiter sich verhält. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn ich den Fuß von der Bremse nehme und aufs Gas gehe langsam, dass der Motor dann sehr, sehr schnell angeht. Also das ist nicht mehr zu vergleichen wie mit dem Start-Stop-System, was noch vor 5-6 Jahren gang und gäbe war, wo eben wirklich jedes Mal der Anlasser dann das Auto neu startet. Ich gehe jetzt vom Gas und direkt geht der Motor aus. Also das ist praktisch wirklich das Segeln, der Motor ist aus, ich verbrauche also wirklich null Kraftstoff und der Motor geht dann eben wirklich erst wieder an, wenn ich das Gas berühre und ich dann weiterfahren möchte. Das Ganze geht bis, ich glaube, 30-35 km/h. Darunter ist es dann so, dass wenn ich die Bremse drücke, der Motor sofort ausgeht. Darüber entscheidet die Dynamik bzw. das Motorsteuergerät, welcher Fahrzustand Motor an, Motor aus jetzt gerade am besten wäre. Habe ich im Sommer zum Beispiel die Klimaanlage an, da wird dann natürlich dann mehr Kraft benötigt, mehr Leistung, auch Strom, um natürlich dann alle Verbraucher hier zu versorgen. Vorhin habe ich ja gesagt, dass der Motor schon mal etwas gequält klingt bzw. wirklich Mühe hat, das Auto fortzubewegen. Das war der Fall, als wir diesen Beschleunigungstest aus dem Stillstand gemacht haben. In der Innenstadt hingegen, muss ich jetzt sagen, ist das überhaupt nicht der Fall. Also das ist sogar sehr schön, dass der Motor ganz ruhig im Hintergrund läuft. Dadurch, dass der Tiguan natürlich auch wirklich gut gedämmt ist, kriege ich kaum etwas davon mit. Also ob der Motor beim an die Ampel ranfahren jetzt an oder aus ist, das kann ich euch nicht sagen, wenn ich nicht auf den Drehzahlmesser gucken würde. Und wenn ich dann wieder anfahre, was wir gleich tun werden, dann ist es einfach so, dass das DSG butterweich schaltet und es einfach sehr, sehr angenehm ist. Also falls man viel Kurzstrecke oder eben, ich sag mal, am Wochenende mal 100, 150 Kilometer fährt, dann ist so ein Motor natürlich viel, viel besser für einen geeignet, als wenn man nur auf der Autobahn ballert und das auch in höheren Geschwindigkeitsbereichen. Aktuell sind wir jetzt hier, das stand da gerade, ich kann hier nochmal gerade drauf gehen, sind wir jetzt hier nach einer Stunde Fahrzeit 34 Kilometer und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 km/h. Auf den letzten 100 Kilometern sind wir jetzt bei 6,6 Liter, also 0,2 über dem angegebenen Verbrauch von VW. Ich glaube, auf den 20 Zoll Sommerrädern ist das auch ein super Wert. Wir sind jetzt auch schon mal ein bisschen stärker beschleunigt, habt ihr ja gesehen. Jetzt fahren wir durch die Innenstadt. Wir werden einfach mal schauen, wie sich der Wert jetzt weiterhin entwickelt. Wir sind aus dem Stadtgebiet raus und begeben uns gerade auf die Autobahn, denn wir wollen jetzt mal gucken, hier ist auch mal freigegeben, das heißt, wir können mal ein bisschen schneller fahren, wie das mit der Beschleunigung ist. Ich will jetzt hier mal auf die Autobahn drauf fahren, Fuß ist ungefähr halb durchgetreten, 90, 100, 110, da dreht er dann schon mal über 4000 Umdrehungen der Motor, weil er natürlich dann da doch den Turbolader viel Abgasvolumen braucht, um den Turbolader einfach zu versorgen, damit der wiederum Leistung produzieren kann. So, jetzt werde ich mal hier so 130, 140 Reisegeschwindigkeit fahren und wir schauen uns mal an,
welche Drehzahl wir da haben. Und wir drehen dann bei 2600, 2700 Umdrehungen. Das, glaube ich, ist wirklich ein guter Drehzahlbereich für 140 km/h. Besonders natürlich auch in Hinsicht auf die Geräuschkulisse, dass der Motor schön ruhig bleibt, ist das sicher angenehm auf längeren Fahrten. Wir sind von unserer Testfahrt zurück und natürlich gibt es jetzt noch ein Fazit als auch den finalen Verbrauch, den wir erfahren haben. Ja, das ist definitiv ein wirklich guter Motor, denn mit den Innovationen, die ich am Anfang genannt habe, mit den größten Veränderungen wie dem Brennverfahren, der Zylinderabschaltung und eben auch den variablen Turboladern, ist das einfach wirklich, wirklich ein guter Motor. Das kann man nicht anders sagen. Was man aber zugeben muss, ist, dass wenn jemand nicht nur Kurzstrecke fährt, beziehungsweise mittlere Distanzen 100, 200, 300 Kilometer, sondern viel Langstrecke fährt oder vielleicht auch einen schweren Fuß hat, dann gibt es definitiv Motoren, die durch das größere Drehmoment, das zur Verfügung steht, einfach da besser geeignet sind. Ich würde aber soweit gehen und sagen, dass es absolut gerechtfertigt ist, dass VW diesen 1,5 Liter hier anbietet im Tiguan. Denn wie gesagt, als Einstiegsmotor hat er sich allemal bewährt und der Kostenfaktor muss ja irgendwie auch noch berücksichtigt werden. Denn so wie der Tiguan in der Airline-Ausstattung mit dem 1,5 Liter im Konfigurator bei VW aktuell zu finden ist, geht er bei 47.200 Euro los. Davon ist natürlich eine Menge die Ausstattung, die durch das Airline-Paket mitkommt, inklusive natürlich den optischen Veränderungen, den Upgrades, die man da bekommt und natürlich nicht zu einem großen Teil der Motor, wodurch dieser Preis zustande kommt. Aber als Paket, wer sagt, Optik ist mir wichtig, viel Leistung aber vielleicht nicht, dann ist das definitiv eine sehr gute Kombination. Zum Beispiel, ich bin so ein Kandidat, ich fahre gern einfach entspannt auf der Autobahn mal 130, nachts mal 150. Das reicht mir aber auch und an der Ampel muss ich nicht immer der Erste sein. Mir ist aber wichtig, dass da 20 Zoll Felgen drauf sind und das Auto einfach eine coole Optik hat. Deswegen für mich, ich würde sogar darüber nachdenken. Lasst uns gerne eure Meinung zu dem Motor als auch dem Auto in den Kommentaren, auch was ihr zum Beispiel zum DCC Pro sagt, ob das für euch interessant wäre. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, schreibt uns die auch in die Kommentare, die beantworten wir immer gerne. Und ich würde mal sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.